Hey, ich bin Ellie und ich spiele Carly in der Serie Edward. Hey, ich bin Levi, ich spiele Edward. In der Serie Edward thematisieren wir auf ironische oder auch witzige Weise sehr ernste und vor allem auch wichtige und aktuelle Themen. Wir wollen damit zum Nachdenken anregen, ohne zu urteilen. Und euch natürlich mit authentischen Geschichten unterhalten. Ich bin Edward Gregory Vollmer, der aufgrund einer heftigen Fehleinschätzung seiner Eltern nur knapp dem Tod entronnen ist. Leider. Eintrag Videotagebuch. Dienstag 8.34 Uhr. Ich habe immer noch keine Brusthaare, weder Schnitzel, noch Wurst, noch ein Auge zugetan, weil bei dem Brontosaurus neben mir Gaumensegel und Zäpfchen die ganze Nacht am Sägen waren. Und er ist schon wieder Wurst. Hoffentlich erstickt er bald an seinem Riesenzapfen. Aber eigentlich egal. Ich werde eh gleich abgeholt und dann geht's ab nach Hause. Auf dem Hof ist es doch wunderschön. Jetzt sei doch nicht so destruktiv, Eddie Schatz. Es stinkt. In der Stadt stinkt es auch. Nach Abgasen? Aber das bin ich gewohnt. Das und Fleisch. Wir müssen ihn vertauscht haben. Ich habe eine Theorie. Nämlich, dass meine Eltern mich irgendwann mal gefunden haben und gar nicht wissen, wann ich geboren bin. Das würde bedeuten, dass ich in Wirklichkeit viel jünger bin. Und dass das mit dem Stimmbruch und dem Brusthahn doch noch kommt. Frau Dr. Beck, bitte in die Notaufnahme. Ich habe euch gehört. Ihr wollt bestimmt, dass ich in meinem Elend von der nächsten Brücke springe und niemals erfahre, dass ihr gar nicht meine richtigen Eltern seid. Hast du mal gelesen, welche Nebenwirkungen seine Medikamente haben? Jetzt sieh es doch mal positiv. Endlich wissen wir, gegen was du allergisch bist. Und mit den Medikamenten, die du bekommen hast, da kriegen wir das prima in den Griff. Also kein Grund, den Urlaub abzubrechen. Dieser Aufenthalt auf dem Bauernhof ist wirklich eine wichtige Erfahrung. In der Stadt, da lernst du nichts über Ackerbau oder Viehzucht. Zum Glück. Wie man Grünzeug anbaut und Tiere hält. Ich weiß, was Ackerbau und Viehzucht ist. Ich weiß nur nicht, warum ich etwas darüber lernen soll. Außerdem haben wir zu Hause einen Garten. Aber keinen Gemüsegarten. Glaub mir, das ist was ganz anderes. Und ich hatte mal einen Hamster. Dein Hamster ist nach 4 Wochen gestorben. Der Glückliche. Eintrag Videotagebuch. Dienstag, 11.18 Uhr. Hurra! Ich bin wieder bei meinen Schweinen, Stechmücken und Monsterfliegen. Nach meinem lebensgefährlichen Allergieschock muss ich jetzt diese Tabletten hier schlucken. Hoffentlich ist eine Nebenwirkung davon gesteigertes Haarwachstum. Das Wachstum setzt dann safe bald ein und um die Entwicklung zu dokumentieren, habe ich schon ein paar Aufnahmen von meiner Brust gemacht. Edward, was machst du? Mama, warum kommst du einfach so hier rein? Ach, entschuldige, ich habe geklopft. Aber nicht hier. Oh doch. Du warst wohl beschäftigt. Nein, das ist überhaupt nichts. Eddie, Schatz, ich weiß, was du gemacht hast. Und dafür musst du dich nicht schämen. Doch, ich habe alles versucht, aber... Das ist okay. Jungs in deinem Alter, die probieren sich aus. Manchmal haben sie ihre Richtung schon gefunden und manchmal ändert sich noch was. Lass das einfach mal auf dich zukommen. Was denn? Das ist nicht schlimm. Wir werden immer zu dir halten. Jetzt und auch noch in 20 Jahren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen. Aber nächste Woche Dienstag geht die Schule wieder los und es ist noch überhaupt nichts zu sehen. Moment. Von was reden wir denn eigentlich? Davon? Kein einziges Haar. Was dachtest du denn, wovon wir reden? Naja, ich komme in dein Zimmer und du schaust ja am Computer solche Bilder an. Und dann da dachte ich, du wärst vielleicht... Schwul? Chattibotti-Suchanfrage. Schwul und Jugendliche. 18% der Generation Z identifizieren sich als schwul, lesbisch, bisexuell oder sonstiges. In diesem Zusammenhang wird auch häufig der Begriff queer verwendet. Was bedeutet quer? Quer bedeutet schräg, von der einen zur anderen Seite. Ah, shit, vertippt. Queer. Queere Menschen sind Personen, die sich nicht dem Geschlecht zugehörig fühlen, welches sie bei der Geburt erhalten haben und oder nicht heterosexuell sind. Und jetzt mal konkreter. Queer und Teenager.
Okay, Faktencheck 1. Als Baby war ich ein Junge. Und wie fühle ich mich heute? Bingo. Faktencheck 2. Was würde ich mir gerne übers Bett hängen? Einen Fotokalender mit jungen Männern in Badehose? Oder einen mit Konstanze im Bikini? Bingo! Eintrag Videotagebuch. Dienstag 11.32 Uhr. Nachtrag. Ich bin nicht schwul. Meine Mutter denkt, ich bin schwul. Echt? Wie kommen Sie denn darauf? Egal. Und, bist du's? Ich stehe auf Konstanze. Noch Fragen? Meine Eltern dachten auch mal, ich sei schwul. Ja, bist du doch. Naja, irgendwie bin ich schwul, irgendwie aber auch lesbisch. Weil manchmal fühle ich mich als Junge, manchmal als Mädchen. Verstehst du? Nö. Haruki kenne ich schon aus dem Kindergarten. Sein Vater ist aus Japan und seine Mutter aus Wuppertal. Haruki ist weird, irgendwie. Man sagt, glaube ich, non-binär dazu. Also, er fühlt sich weder richtig als Junge noch als Mädchen. Muss scheiße anstrengend sein. Und ich habe gedacht, ich habe Probleme. Sag mal, wo bist du eigentlich? Auf einer Komposttoilette. Cool. Hier kommt meine Mutter wenigstens nicht ungefragt reingestürmt. Sag mal, ist das Lippenstift? Wieso? Stört's dich? Hier. Schau mal, gefällt's dir? Echt, Alter. Was geht denn bei dir ab? Sorry, was willst du von mir? Naja, ihr Japaner habt doch Erfahrung mit Selbstmord. Das ist rassistisch. Nee, das hieß anders. Harakiri? Ja, genau. Mit Bauchaufschlitzen und so. Kannst du mir so ein Messer besorgen? Deswegen rufst du mich mitten in der Nacht an. Nimm ein Brotmesser, damit geht's genauso. Gute Nacht. Also, ich habe mit deinem Vater gesprochen. Also, wenn du schwul bist, dann... Willst du gleich Flyer verteilen, oder was? So wie früher war's, Baby. Also, wenn es so wäre. Und dann weißt du jetzt, dass wir absolut kein Problem damit haben und dich immer unterstützen werden. Verdammt, ich bin nicht schwul! Eintrag Videotagebuch. Mittwoch, 9.27 Uhr. Die Schule rückt immer näher. Alle werden mich Mädchen nennen. Konstanze wird mich verachten. In einer Woche ist mein Leben vorbei. Es sei denn, ich bekomme Stimmbruch, Schnitzel und Brusthaare. Und zwar jetzt und in der Reihenfolge. Wieso ausgerechnet Brusthaare? Wieso nicht Barthaare oder Schamhaare? Erstens habe ich Schamhaare. Und zweitens sind Barthaare schon längst kein Zeichen von Männlichkeit mehr. Brusthaare sind das Ultimative. Sagt wer? Alle? Alle? Ja, sag ich doch. Alle wer? Na, alle halt. In der Schule. Ach, dein Freund Henk steckt dahinter. Henk ist nicht mein Freund. Und es ist mir scheißegal, was er sagt. Jetzt sag doch auch mal was und mampf nicht so stur vor dich hin. Es geht hier schließlich um die Zukunft deines Sohnes. Als ich in deinem Alter war, spielte das alles gar keine Rolle. Außerdem kann in der Pubertät noch so manches über Nacht passieren. Und Spätentwickler, so wie ich auch einer war. Ach was, seit wann das denn? Also Spätentwickler sind statistisch gesehen im Beruf erfolgreicher. Bestimmt entwickle ich mich noch später, wenn ich nicht endlich mal was Anständiges zu essen bekomme. Es besteht die Gefahr, dass du deinem Organismus schon jetzt großen Schaden zugefügt hast, weil du so viel Fleisch gegessen hast. Und noch dazu aus Massentierhaltung. Heimlich und ohne unser Wissen. In der Schule und bei Arturo. Wie ungezogen von mir. Henk frisst ganze Rinder und er rasiert sich jeden Tag die Brust. Bestimmt hat er zu viele Hormone von den Zuchtrindern abbekommen. Wusstet ihr, dass es Ärzte gibt, die sich weigern, Vegetarier zu behandeln? Wegen den Mangelerscheinungen und so? Wo hast du denn den Quatsch her? Aus dem Internet? Edward, die Rückentwicklung von Brusthaaren bei Menschen ist genauso wie das Ausbleiben von Weisheitszähnen ein Zeichen fortschreitender Evolution. Hey du Brustteppich, ich bin evolutionär viel weiter als du. Viel weiter als du. Was hat das Leben mir noch zu bieten? Keiner versteht mich. Und ein Leben mit Getreidebrei und veganem Rührei ohne Schinken ist kein Leben. Hi Jason, ich hoffe es geht dir gut. Ich würde gerne mal mit dir telefonieren. Hier ist meine Nummer, ruf mich an. Bin neugierig auf deine Stimme. Weißt du eigentlich, wie cringe das ist? Ich meine, du sprichst auch noch wie ein Mädchen. Shit, Jason kann unmöglich mit ihr telefonieren.
Wenn nicht mit meiner Stimme. Entweder lasse ich mir die Stimmbänder austauschen oder Jason muss weg. Edward, los geht's! No. Ich hab gehofft, sie haben mich vergessen. Sensenmann Heuernte wie zu Großvaters Zeiten. Dabei hatte ich noch nie eine Sense in der Hand. Boah, das ist bestimmt saugefährlich. Ach, was gefährlich? Nur eine Frage der richtigen Technik. Das hast du schnell raus, Eddie. Schau mal einfach zu und hör auf zu filmen. Eintrag Videotagebuch. Mittwoch, 14.58 Uhr. Bei Opas Heuernte kam es heute Vormittag auf dem Hof der Hölle zu einem gottlosen Unfall. Von wegen richtige Technik. Papa hat sich fast das Bein amputiert. Mein Vater ist also safe kein Sensenmann. Aber der Bauer ist ein Ehrenmann. Erst verbindet er das Bein mit seinem Hemd und ruft gleichzeitig den Notarzt. Mama ist mit ins Krankenhaus gefahren. Ich muss da bleiben. Der Bauer hat übrigens ganz schön Muckis und ziemlich viele Haare auf der Brust. Das kommt bestimmt von dem guten Schinken. Eintrag Videotagebuch. Donnerstag, 12.41 Uhr. Endlich was Vernünftiges zu essen. Der Bauer hatte Mitleid mit mir und hat mich mit Schinken von glücklichen Schweinen versorgt. Dabei ist mir die Idee gekommen, dass ich doch hierbleiben könnte. Ich könnte auf dem Hof helfen und bald werde ich dann bestimmt auch so cool aussehen wie der Bauer. An die Fliegen und den Gestank gewöhne ich mich bestimmt. Und das Beste wäre, dass ich nie wieder in die Schule müsste, wo mich alle nur Mädchen nennen. Hi Mama, wie geht's Papa? Er wird's überleben. Pack bitte schon mal alle unsere Sachen zusammen. In circa einer Stunde holen wir dich ab. Och nö. Können wir nicht noch hierbleiben? Wie? Jetzt auf einmal? Alter, ihr sagt doch auch die ganze Zeit, dass ich hier voll viel fürs Leben lernen kann. Und außerdem stinkt's hier nicht mehr so sehr. Edward, pack einfach und verarsch mich nicht, okay? Der Arzt hat die ganze Zeit fies gegrinst und die Krankenschwestern haben gekichert. Ach, das hast du dir bestimmt nur eingebildet. Nein, die haben sich lustig über mich gemacht. So von wegen Städter auf dem Bauernhof. Sag mal, musst du immer filmen? Mama, da war ein Stoppschild. Kann ja keiner. Hey, du Schnarchzapfen, fahr zu. Mann, gib Gas, da fahr ich rückwärts schneller. Oh, jetzt reicht's. Mama? Echt jetzt? Wenn ich fahre, fahre ich, wie ich will. Wenn Papa fährt, kann er ja wieder den Schleicher geben. Ich spare dabei wenigstens Benzin und schone die Umwelt. Mama, kannst du bitte ein bisschen langsamer fahren? Mir wird sonst schlecht. Mach doch das Fenster auf. Muss ich nächste Woche eigentlich wirklich wieder in die Schule? Ich könnte bestimmt noch eine Woche Erholung brauchen. Klar gehst du am Dienstag wieder in die Schule. Hey, du Rindvieh! Warum bremst denn der wie blöd? Du wirst sehen, in der Pause hast du dich wieder eingewöhnt und dann freust du dich, deine Freunde zu sehen. Welche Freunde? Außerdem, wo muss ich gleich kotzen? Unsinn. Gleich ist jetzt! Und ich habe gekotzt. Und wie? Den ganzen schönen Schinken von Bauer Rauchfleisch. Schön mitten auf den Parkplatz. Papa so. Gibt es eigentlich irgendwo in diesem Land einen Randstreifen, den der Junge noch nicht vollgekotzt hat? Mama so. Wir waren noch nie im Saarland. Aber dann ist das eigentlich Unglaublichste, Unfassbarste und Schrecklichste passiert. Ach sieh mal, sind das nicht die Wegerichs? Und da war er, Henk, mein Todfeind. Musste der Arsch ausgerechnet an dem Parkplatz vorbeikommen, ausgerechnet dann, wenn ich mir die Seele aus dem Leib kotze? Henk hat dich gepostet. Mich? Wie? Was? Schau's dir an. Seit wann macht der Arsch Urlaub in Italien? Seine Eltern fahren doch sonst immer nach Frankreich. Keine Ahnung. Geht es dir wieder besser? Nein! Ich bring ihn um. Das ist eine Straftat und du müsstest ins Gefängnis. Okay, dann bring ich eben mich um. Das würde dir einen Gefängnisaufenthalt ersparen. Gute Nacht. Dir auch. Eintrag Videotagebuch. Freitag, 9.53 Uhr. Großalarm. Feind im Anmarsch. Papa ist beim Verbandswechsel und Mama in der Berufsschule. Sturmläuten an der Haustür. Es gab keinen Entkommen. Ich musste heute Morgen
unserem Nachbarn und seinem kackenden Pudel aufmachen. Er hat mir diese Plastiktüte in die Hand gedrückt, in der sich dieser geheimnisvolle Karton mit unbekanntem Inhalt befindet. Ich traue dem alten Inder alles zu. Einen abgeschnittenen Pferdekopf, tote Vögel und auch einen hinterhältigen Anschlag in Form einer Schachtelbombe voll mit Pudelscheiße. Ich werde nun unter Lebensgefahr diesen Karton öffnen. Lebt wohl! Mama, Papa, ich hab euch lieb. Trotz allem. Mega! Die finden richtig gut. Schau. Oh, schön. Aber ich muss jetzt wieder zurück in den Unterricht. Ja, aber noch eine Frage. Wie kommt ihr jetzt auf die Idee, mir neue Schuhe zu kaufen? Weil ich ihn mir zur Brust genommen habe, was du hättest eigentlich machen sollen. Hä? Wieso ich? Weil du jetzt in einem Alter bist, in dem du deine Bedürfnisse klar artikulieren, für sie einstehen und auch durchsetzen kannst. Keine Ahnung. Ich muss jetzt wirklich wieder rein. Geh rüber, bedank dich, das kann ich jetzt nicht auch noch für dich machen. Mhm. Also, tschüss. Tschüss. Stell dir vor, der Inder von nebenan hat mir nagelneue Sneakers geschenkt. Schön für dich. Und jetzt soll ich mich bedanken. Hab aber keinen Bock rüber zu gehen. Wenn ich ihm aber die Schuhe zurückgebe, brauche ich mich auch nicht zu bedanken. Dann gib sie zurück. Kann ich nicht. Ich habe versucht, sie auszuziehen. Aber meine Füße wollen sie nicht hergeben. Dann bedank dich und behalt sie. Meinst du? Namaste, Sahib. Danke. Moment! Nicht so schnell wie das Verschwinden. Eintrag-Videotagebuch. Samstag, 17.08 Uhr. Ich habe mich jetzt also doch bei dem alten Inder für die Schuhe bedankt. Sein Haus ist voll mit indischem Zeug. Und überall stehen Bücher rum. Er war mal Professor. Ohne Scheiß. Aber das ist lang vorbei. Das Kackmonster war übrigens auch dabei. Und man glaubt es kaum, der Pudel heißt Pudel. Ohne Scheiß. Pudel. Ende. Dann gab's Tee. Masala Chai. Gut für Körper und Geist. YOLO, her damit. Dann wollte er wissen, ob es die richtigen Schuhe sind. Die besten Sneakers ever. Aber dann sagt er, dann pass mal auf, dass du damit nicht wieder in Pudels Haufen trittst. Toller Tipp. Soll der Dreckspudel eben nicht mehr auf den Bürgersteig scheißen? Ich habe lange mit meiner geliebten Frau in dem Haus gelebt, bis sie gestorben ist. Aber das Leben geht weiter und die Erinnerungen bleiben. Ein Sprichwort sagt, schöne Tage. Nicht weinen, dass sie vergangen, sondern lächeln, dass sie gewesen. Warst du auch schon mal verliebt? Also, ehrlich gesagt, ja. Das heißt, ich bin's immer noch. Aber das Ganze läuft nicht so richtig. Es ist ziemlich einseitig, wenn Sie wissen, was ich meine. Sie liebt dich nicht. Ja, so kann man's auch sagen. Gandhi hat gesagt, die göttliche Führung kommt oft, wenn der Himmel am dunkelsten ist. Also nachts. Okay. Also, no front. Aber solche Sprüche bringen mich jetzt auch nicht weiter. Eintrag Videotagebuch. Sonntag 10.27 Uhr. Hab auf Jasons Account einen Artikel gepostet, in dem es darum geht, dass die meisten Frauen auf Männer ohne Brustbehaarung stehen. Konstanze hat den Link direkt geliked. Thema erledigt. Ich bin's. Ach, echt. Was geht? Nichts. Bei dir? Ich kann nicht besser klagen. Hi. Ich red grad mit Arturo. Oh, sag ihm schöne Grüße. Schöne Grüße von Haruki. Und was will er? Unser kleiner Professor will wissen, was du willst. Ich wollte nur sicher gehen, dass du das Brotmesser nicht benutzt hast. Wie du siehst, nein. Außerdem wollte ich erzählen, dass ich im Urlaub eine Chaya kennengelernt habe. Sie heißt Rico. Hallo, ich bin auch noch da. Haruki hat eine Freundin. Und was macht er mit ihr? Arturo will wissen, ob ihr schon gefickt habt. Blödsinn, Bro, darum geht's doch gar nicht.
Wir sind uns im Cup-Nudel-Museum Osaka Ikeda begegnet und haben uns instant verstanden. In wo? Im Nudelsuppenmuseum. Ihr wart in einem Nudelsuppenmuseum. Was verpasse ich gerade? Sie haben sich Nudelsuppen angeschaut. Wieso? Keine Ahnung. Bro, wir FaceTime und Rico will nach Deutschland kommen. Aber Nudelsuppen kann man doch auch essen und nicht nur anschauen. Arturo will immer noch wissen, ob ihr gefickt habt. Ich glaube, darüber denken wir im Moment nicht nach. Wir wollen unsere Beziehung langsam angehen und schauen, was die Zeit bringt. Sie schauen lieber. Ich mag keine Nudelsuppe. Chattibotti Suchanfrage. Jugend und Sex. In Deutschland haben Jugendliche ab 14 Jahren grundsätzlich das Recht, Geschlechtsverkehr zu haben, vorausgesetzt beide wollen es. Ein Altersunterschied von etwa 2-3 Jahren wird bei Jugendlichen in der Pubertät toleriert. So darf ein 16-Jähriger mit einer 40-Jährigen. Korrektur. Ein 16-Jähriger mit einem 14-jährigen Mädchen schlafen oder ein 15-jähriges mit einem 17-jährigen. Dies gilt auch für Sex von Jungen mit Jungen und von Mädchen mit Mädchen. Arturo rafft's mal wieder nicht. Wer es vergessen hat, er hat Asperger. Und die nehmen alles wörtlich. Wir reden nämlich von Sex. Hä? Gecheckt, Arturo? Es geht hier um den Gebrauch einer einzigen Nudel. Null um Nudelsuppen. Tja, blöd gelaufen, was? Jetzt, wo das Thema evolutionstechnisch um die Ecke ist, reiß sie aus. Die Paar sehen sowieso albern aus. Gibt es einen Grund, warum du die Schuhe auch nachts trägst? Wieso? Woher weißt du das? Ich weiß es eben. Schleichst du etwa nachts in mein Zimmer und beobachtest mich beim Schlafen? Macht es dich an, wenn du sie nachts anlässt? Bitte? Wir können ganz offen darüber reden. Es gibt verschiedene Arten von Fetischen. Oh, Papa, es reicht! Das ist ja echt krank jetzt. Mir geht keiner ab, wenn ich die Dinger nachts trage, falls du das meinst. Na gut, warum trägst du sie dann? Weil die Dinger das Bequemste der Welt sind. Also das soll einer verstehen. Sein Problem. Eintrag Videotagebuch. Montag, 10.08 Uhr. Meine Eltern drehen mal wieder komplett am Rad. Erst labert Papa irgendeinen Schwachsinn über Fetische. Und dann legt mir Mama auch noch diese beiden Zeitschriften auf mein Bett. Und weil das noch nicht cringe genug ist, stellt sie mir auch noch eine Packung Papiertücher daneben. Ehrlich, Leute, das ist alles langsam nicht mehr lustig. Und zu allem Überfluss muss ich morgen for real wieder in die Schule. Ich habe kein gutes Gefühl. Das Mädchen kommt. Na, sind wir leer? Hey Edward, schau mal. Das hat Henk gerade gepostet. Respekt, fast so geil wie das Bild von mir, als ich meinem Opa bei der Konfirmation auf die Schuhe gekotzt habe. Gratuliere, schon über 3000 Likes. Du bist jetzt berühmt. Ganz toll. Eintrag Videotagebuch. Dienstag, 23.13 Uhr. Erster Schultag. Es war zum Heulen. Aber dann ist etwas total Abgefahrenes passiert. Da ist besetzt. Da war frei. Da sitzt mein Bro Arturo. Dann muss er jetzt wohl woanders sitzen. Warum bepissen die sich eigentlich alle so vor Lachen? Blöd. Wer verschickt sowas? Ja. Kommt sich wohl ganz schön cool vor, was? Macht er sowas öfter? Mir dauernd.